Herzlichen Glückwunsch zu dieser Auszeichnung. Was bedeutet Ihnen die Auszeichnung? Ja, sehr viel. Ich glaube, das ist eine Riesenauszeichnung auch für den ganzen Verein. Ist ja schon länger her, wo mal Tor des Monats in Aue passiert ist. Und ja, das bietet mich natürlich ganz Erzgebirge, den ganzen Verein. Das ist eine Riesenauszeichnung für alle. Und ja, so ein Tor schießt man, glaube ich, nicht jeden Tag. Was ging Ihnen durch den Kopf, als der Ball zu Ihnen kam? Wussten Sie da schon, das wird das Ding? Ja, durch den Kopf ging mir, entweder schieße ich irgend so einen Fan von Meppen ab oder der geht in den Winkel. Und zum Glück ging er in den Winkel. Und ja, aber es ist auch häufiger passiert, dass ich mal schon einen abgeschossen habe. Ich habe gehört, Sie sind Spezialist für solche Tore. Werden wir jetzt solche Tore öfter von Ihnen sehen? Oder war das so once in a lifetime? Oh, das kann man leider nicht planen. Ich würde auch ein ganz normales Tor nehmen. Die zählen genauso wie die anderen. Und das Wichtigste ist, dass ich der Mannschaft helfen kann. Und ja, das habe ich an diesem Spieltag getan und hoffe, dass jetzt in den nächsten Spieltagen noch ein bisschen was dazukommt.